Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Seit kurzem ist eine komplett neue Playlist von einem 40. Geburtstag in meinem DJ-Store verfügbar. Vielleicht hast du sie sogar schon gesehen. Und oft bekomme ich dazu die Frage gestellt, hey, woher weiß man denn, welche Musik man auf so einem Geburtstag zum Beispiel zu spielen hat? Gerade wenn man vorher keine Playlist zur Hand hat. Und in diesem Video erfährst du es. Viel Spaß! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Ja, Freunde, woher weiß man denn, welche Musik man auf so einem Geburtstag zu spielen hat, wenn man keine Playlist zur Hand hat? Und in diesem Video möchte ich dir mal zwei Tipps zeigen. Tipp Nummer 1 oder Möglichkeit Nummer 1, benutze das logische Musikrechnen. Also wenn wer 40 Jahre alt wird und wir haben jetzt gerade das Jahr 2020, dann ist er 1980 geboren. Also welche Musik mag er dann wohl? Was denkst du? Und wenn du jetzt 80er sagst, dann liegst du voll daneben. Wirklich, du liegst voll daneben. Und das ist übrigens auch ein Fehler, den machen viele. Denn ein Musikbewusstsein von Menschen entwickelt man nicht in dem Moment, wenn man auf diese Welt kommt. Wirklich, du kommst nicht auf die Welt und sagst, geil, 80er, feiere ich total, ist nicht der Fall. Sondern ein Musikbewusstsein, ein aktives Musikbewusstsein entwickelt man meist erst knapp mit 12 Jahren. Also war das bei ihm, der 1980 geboren worden ist und 12 Jahre man dazu rechnet, war das bei ihm 1992. Also mit seinen Freunden, also seinen damaligen Kinderfreunden, hat er also Musik der 90er gehört. Und mit 18 Jahren verändert sich dann oft noch mal vieles, vor allem das Musikbewusstsein. Also bei ihm war das so ab 1998. Man hat dann den Führerschein, man darf dann in die ersten Clubs rein und lernt natürlich noch viele andere Musik kennen, vor allem coolere und modernere Musikrichtungen. Genau, und ab hier wird für uns DJs in seinem Musikbewusstsein auch die Musikauswahl erst interessant. Denn wenn er beispielsweise von 18 bis 26 Jahren in den Clubs feiern war, dann war seine Musik die von 1998 bis hin zu 2006. Und welche Musik war in dieser Zeit aktuell? Welche Musik war da der Vorreiter? Gerade in Clubs? Gerade in Discos? Weißt du es? Genau, es war Techno und es war zum Beispiel Hip-Hop. Aber auch deutscher Hip-Hop war gerade stark im Kommen. Und gleichzeitig begann auch Anfang der 2000er die ganz große House-Ära. Also House bekam einen riesengroßen Aufschwung zu dieser Zeit. Und auch davon kann man Musik spielen. Also nicht ausschließlich, aber aus dieser Zeit kann man Musik spielen. Also ist genau das der Musikbereich, auf dem bei dieser Party so ein bisschen der Fokus liegen sollte. Nicht ausschließlich, sondern ein Teil. Natürlich mögen die meisten Menschen auch 80er, die mögen 90er, die mögen Aktuelles, die mögen auch mal ein bisschen Rockmusik und so weiter. Da sind Geschmäcker ganz, ganz verschieden. Aber mit dieser besonderen Auswahl von Musik von 1998 bis 2006 triffst du seinen persönlichen Musikgeschmack, also den Musikgeschmack deines Kunden, deines Auftraggebers und wohl auch den seiner Freunde. Denn es erinnert sie an gemeinsame alte Clubzeiten. Ja, und so einfach, Freunde, ist schon das Musikrechnen. Möglichkeit Nummer 2, liebe Freunde, ist die einfachere. Viel, viel einfacher als Möglichkeit Nummer 1. Und egal wie banal das klingt, viele machen es nicht, deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Du sprichst einfach mit deinem Kunden und fragst ihn, was er möchte. Er wird dir sagen, was sein Musikgeschmack ist, welche Songs er mag, welche Musikgenres er mag, in welchen Jahren er so ein bisschen zu Hause war. Sprecht einfach drüber. Ey, das ist so banal und trotzdem erlebe ich es immer wieder, gerade in meinen Facebook-Gruppen, dass Menschen fragen, welche Musik spiele ich denn, weil sie nicht mit ihrem Kunden gesprochen haben. Deswegen Tipp Nummer 2, sprich unbedingt mit deinem Kunden.
Ja, Freunde, und das waren auch die Tipps, wie man ganz einfach rausfinden kann, welche Musik oder welchen Musikgeschmack dein Kunde hat. Gerade bei den Geburtstagen macht es das natürlich richtig, richtig einfach, weil du das Musikrechnen zum Beispiel verwenden kannst oder du sprichst natürlich einfach mal mit deinem Kunden. Oder du hast es ganz, ganz einfach, du hast eine Playlist vorlegen, an der du dich dran orientieren kannst, einige Tipps raussuchen kannst, vielleicht sogar einige Blöcke finden kannst, wo du sagst, hey, ist cool, wie man die spielen kann. Meine Playlist des 40. Geburtstags findest du aktuell in meinem DJ-Store mit drin. Der Link unten mit drin oder natürlich auch nochmal hier oben drauf. Klick drauf, lad sie dir ganz einfach runter. Sie soll dir als Inspiration dienen, dass du eine bessere Musikauswahl treffen kannst und dass du die Party einfach für deine Kunden geiler gestalten kannst. Und wenn du dir sie ansiehst, wirst du sehen, ich habe dir als Bonus noch eine zweite Playlist in diesen Download mit reingepackt. Also kriegst du gleich zwei Playlists von mir. Ich wünsche dir viel Spaß damit und ansonsten lass mir doch gerne deine Meinung da, wie du deine Musikauswahl für deine Kunden triffst, gerade für Geburtstage. Da können bestimmt die anderen DJs und ich natürlich auch deutlich von profitieren. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, der Mike.